Heute vor 100 Jahren wurde das Londoner Geheimabkommen unterzeichnet. Ein Vertrag, der für Südtirol bis heute Auswirkungen hat. Italien verpflichtete sich, in den Ersten Weltkrieg einzutreten, an der Seite von Frankreich, England und Russland. Die Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die neu gegründeten Nationalstaaten suchen nach einem Gleichgewicht in Europa. Österreich-Ungarn, das Deutsche Kaiserreich und Italien schließen sich als Mittelmächte zu einem Verteidigungspakt zusammen. Demgegenüber stehen England, Frankreich und Russland, die Entente. Als Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt, tritt Deutschland mit den Verbündeten in den Krieg ein. Die Entente stellt sich dagegen. Italien bleibt aufgrund des österreichischen Angriffs neutral. Das Königreich wird stark umworben, denn die Entente will Österreich-Ungarn durch die Öffnung einer neuen Front schwächen. Sie verspricht Italien für dessen Unterstützung die Erweiterung des Staatsgebietes bis an den Brenner, Triest und Istrien, Dalmatien mit den vorgelagerten Inseln und weitere Kolonien in Afrika. Am 26. April 1915 unterschreibt Italien das Londoner Geheimabkommen und erklärt Österreich-Ungarn am 3. Mai den Krieg. Damit öffnet sich eine 600 Kilometer lange Front zwischen der Adria, Südtirol und der Schweiz. Der Gebirgskrieg beginnt. Er dauert 3,5 Jahre. 100 Jahre Londoner Abkommen, durch das Südtirol zu Italien gekommen ist. Der Kaiser von Österreich hat den Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente als Treuebruch bezeichnet. Und auch heute noch wird das von einer politischen Seite so gesehen. Wir wollten dieses Geheimabkommen, die Umstände und auch die Folgen genauer beleuchten und haben dazu den Historiker und Staatsarchivar Hannes Obermeier ins Studio geladen. Guten Abend, Herr Obermeier. Guten Abend. Herr Obermeier, es ist immer noch heute von Verrat die Rede. Weiß das wirklich? Es war ja so, dass Italien im Dreibund war mit Österreich-Ungarn und mit Deutschland. Welche Verpflichtungen hatte es denn da eigentlich? Also der Dreibund war sich ein Defensivbündnis, also ein Verteidigungsbündnis. Von daher war der Bündnisfall nicht vorgesehen aufgrund des Angriffs Österreich-Ungarns auf Serbien, was ja letztlich Auslöser des Ersten Weltkriegs war und damit quasi die Primärschuld auch an diesem Kriegsbeginn trug. Von daher ist der Begriff des Verrats natürlich allerhöchste Propaganda, das kann man getrost so sagen. Und natürlich auch zugleich der Beginn einer Opferthese. Und man muss also, wenn man das also wirklich jetzt nüchtern historisch betrachtet, ganz eindeutig so sehen, dass Italien letztlich einfach seine realpolitischen Interessen verfolgt hat und dass hier 1915 im Grunde so etwas wie verbündete Feinde letztlich zu dem wurden, was sie eigentlich ursprünglich waren, nämlich Interessensgegner. Also ich würde das ganz nüchtern so betrachten. Nun gab es danach das Londoner Geheimabkommen, das eben heute 100 Jahre feiert sozusagen. Danach kam die Gebirgsfront, also der Kriegseintritt Italiens, und damit eröffnete sich eben diese Gebirgsfront. Danach war Italien eigentlich mit dem Krieg genauso wie Österreich. Diese Gebirgsfront dauerte dann 3,5 Jahre. Aber es war doch eigentlich auch die Geburtsstunde von Südtirol. Das kann man schon so sehen. Ich denke, dass diese Treaty of London war natürlich schon zumindest die heimliche Geburtsstunde Südtirols. Südtirol wurde damit natürlich irgendwie auch Teil einer internationalen Block- und Bündnispolitik. Also eine Internationalisierung Südtirols wider Willen natürlich begann damals. Und es war natürlich auch letztlich die Ursache dafür, für diese letztlich unbesonnene und auch schmerzvolle Zerreißung des Landes Tirols, an der aber Österreich-Ungarn sicherlich die Hauptschuld trug, denn die Initialzündung war ja der Angriffskrieg am Balkan. Was stand denn jetzt genau drin in diesem Londoner Geheimabkommen? Ja, es ist ein sehr ausgefeilter Vertrag, der zwischen der Triple Entente und eben Italien geschlossen wurde. Es ist die Rede unter anderem eben also von den legitimen Interessen Italiens, also ethnische italienische Gebiete wurden Italien versprochen. Darüber hinaus aber eben auch das sogenannte Cisalpine Tirol, also das Südalpine Tirol bis zur Brennergrenze. Wenn man vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Abschluss sagen kann, was hat denn jetzt Italiens Kriegseintritt gebracht? Was hat das für den Ausgang des Ersten Weltkriegs gebracht?
Es war sicher eine deutliche Schwächung der Mittelmächte, keine Frage. Man muss aber dazu sagen, dass Italien sehr schwankte zwischen Neutralität und Intervention. Bei einem etwas klugen Vorgehen Österreich-Ungarns und der Mittelmächte insgesamt wäre Italien nie so weit gekommen, als in diesen Krieg einzutreten. Gut, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und vielen Dank für den Besuch ins Studio. Gerne.